Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um Steuerkonflikte bei Sprüngen. Wir haben hier die Aufgabe gegeben, wie viele Lehrzyklen nötig sind, um die folgenden Steuerkonflikte zu vermeiden. Einmal der Steuerkonflikt mit dem unbedingten Sprung, zum zweiten der Steuerkonflikt mit dem bedingten Sprung, der genommen wird, und der dritte der Steuerkonflikt mit dem bedingten Sprung, der nicht genommen wird. Die Fälle 1 und 3 sind relativ leicht abzuarbeiten. 2 ist ein bisschen schwerer, aber auch nicht hochkomplex. Wir gucken uns das erstmal an einem Beispiel an, hier bei 1. Um zu bestimmen, wie viele Leerzyklen beim unbedingten Sprung notwendig sind, muss man einfach nur betrachten, in welcher Stufe das Sprungziel festgelegt wird. In unserem Fall ist das in der Stufe EX der Fall. Als nächstes muss man sich die nächste Stufe der Pipeline angucken und so viele Kästchen abzählen, bis man unter dem EX landet. Das bedeutet, wir fangen hier mit dem IF an, dann haben wir ein Kästchen abgezählt, dann gehen wir weiter zum ID, dann haben wir zwei Kästchen abgezählt. Mit dem ID sind wir direkt unter der Execution State hier, also unter dem EX. Damit lautet unsere Antwort, wie viele Leerzyklen nötig sind, um diesen Steuerkonflikt vom unbedingten Sprung aufzulösen. 2. Weiter geht's mit dem Steuerkonflikt des bedingten Sprungs, der nicht genommen wird. Hier ist es fast genauso einfach. Man guckt sich einfach an, in welcher Stufe die Sprungentscheidung getroffen wird. Hier bei uns ist das in der Stufe der ID der Fall. Dann zählen wir in der nächsten Stufe der Pipeline hier unten die Kästchen ab, bis wir unter der ID sind. Hier ist es ganz einfach, wir müssen einfach nur dieses Kästchen if abzählen. Also 1. Damit lautet die Antwort, wie viele Leerzyklen wir beim bedingten Sprung, der nicht genommen wird, brauchen, um diesen Steuerkonflikt aufzulösen. 1. Als nächstes gucken wir uns den Fall an des bedingten Sprungs, der genommen wird. Im Fall des bedingten Sprungs, der genommen wird, müssen wir sowohl bis zum Sprungziel als auch bis zur Sprungentscheidung abzählen. Was bedeutet das konkret? Wir haben zwar die Sprungentscheidung, die hier in der Stufe der ID getroffen wird, aber das Sprungziel kommt nach der ID und deshalb müssen wir bis zum Sprungziel abzählen. Und das bedeutet, wir streichen hier erstmal das Kästchen mit if weg und dann streichen wir dieses Kästchen mit ID weg. Insgesamt haben wir in der Summe also zwei Leerzyklen, die wir benötigen, um diesen Steuerkonflikt aufzulösen, den zweiten. Nun habe ich für euch auch noch zwei weitere Beispiele hier angefertigt. Einmal die Aufgabe 2 und einmal die Aufgabe 3. Ich würde euch bitten, die selber auszuprobieren und ich blende in einem Moment die Lösung ein.